Schon von Weitem hört man das Geheul der Kettensägen. Überall fliegen Späne umher. Hin und wieder bleibt ein Spaziergänger stehen und auch vorbeifahrende Fahrradfahrer können es nicht lassen, ihren Blick auf das Spektakel zu richten. Seit Sonntag arbeiten die drei Künstler Dominic Renaud aus Frankreich, Lara Steffe aus Italien und Thorsten Schütt aus Itzehoe an der Kaje an ihren Kunstwerken. Es ist das zweite internationale Bildhauertreffen in Brake. Am Samstag lagen an der Kaje lediglich nur drei Eichenbaumstämme, die mit einem Radlader in Position gebracht wurden. Am nächsten Tag begannen die drei Bildhauer mit der Arbeit. Nachdem die Rinde entfernt wurde, kam schweres Gerät zum Einsatz. Mit Kettensägen wurden die groben Umrisse zurechtgesägt. Danach nahmen Steffe und Schütt Hohleisen und Hohlbeitel in die Hand. Renaud hingegen setzte eine Flex ein. Ihre Werke spiegeln neben ihren persönlichen Vorlieben aktuelle Themen wider, die auch in Brake von Bedeutung sind. Während Renaud und Schütt den Klimawandel behandeln, will Steffe mit ihrer Figur aussagen, dass sich keiner für sich selbst schämen muss. Es zählt einzig und allein der Charakter. Die Künstler werden die Woche über weiter an ihren Werken an der Kaje arbeiten. Am Freitag, den 23. August, ist um 19 Uhr die Abschlussveranstaltung mit musikalischer Umrahmung geplant. Am Ende sollen die Werke verkauft werden.